Ko smo bili na konferenci za efektivno medicino, smo tam imeli možnost in priložnost govoriti z velikimi imeni, za res največjimi svetovnimi imeni, dr. Štosjer, dr. Rao, dr. Krevena. Mislim, to so imena holističnih integrativnih zdravnikov, od katerih se drugi zdravniki učijo in potujejo po vsem svetu. In še pred tem v resnici sem vedela, da sladkor ni ok, da škoduje, in da zaradi tega se ne počutiš tako dobro, da manj zmoreš, da pride utrujenost, da s tem hraniš parazite in podobno. Ampak po tej konferenci za efektivno medicino je šlo vse moje prepričanje o tem, tisto notranjo, da ne, tega pa res nočem, še na naslednji nivo. Kajti neverjetno je, ko ti en tak zdravnik na takem nivoju zares govori in razloži in pove, glej, ne more, ena žlica sladkorja, dve uri blokada na imunskem sistemu. Zares, zares zanimivo. Sicer je bilo ogromno drugih vprašanj, ki smo jih zastavili tem zdravnikom, ampak vendarle, tukaj je nekaj izjav, ki se vežejo na sladkor z namenom, da vas spodbudimo. K čemu? V nadaljevanju. What would you say happens if you quit sugar for 30 days? Well, you get healthier, for sure. So, and your intestinal mucous membranes and intestinal bacteria, they will get better only by leaving away sugar. Of course, this is not the whole program, but by doing this, they will get better already. Mm. And if they change in addition to a vegetarian food, I do not say raw or vegan, also, yeah, they can if they want, but only vegetarian and dairy-free. Dairy-free, if you leave away, if you eliminate cow dairy and sugar, your inner milieu rebuilds within several weeks. Ja, der das Gift unserer Zeit ist, ist der Zucker ein noch größeres Gift unserer Zeit. Und wenn Sie aus meiner Sicht, und sind es speziell auch diese zuckerhaltigen, übergezuckerten Getränke, die speziell unsere Kinder trinken. Und ich bin jetzt kein Gesundheitsapostel, aber das ist eine neue sozusagen Pandemie, die wir uns schon gemacht haben. Mhm. Die sind im Schnitt wirklich wie süchtig. Im Jahr 2000 habe ich Vorträge gehalten, da hatte ich immer zur Bewegung was und dann hatte ich wirklich adipöse, dicke Kinder. Das waren meistens asiatische Einwanderer in Amerika, die bei einem Fast-Food-Dings gesessen haben. Yeah. Da hast du gesehen, ja. Ungefähr 2010 haben wir die ersten trainiert, die mit 1400, 20, 130 Kilo hatten in unserem Haus. Ja. Sie können sich vorstellen, was der hat, bis er erwachsen ist. Alle Zivilisationskrankheiten, die sonst ein 60, 70-Jähriger hat. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist nicht nur der Mangel an Bewegung, sondern das ist vor allem das und das ist wie eine Abhängigkeit. Mhm. Das ist ein Wahnsinn. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt sage, ich trinke gerne Apfelsaft, trinke einen Liter Apfelsaft, ich habe jetzt zu meinem Erstaunen gehört, in 100 Milliliter Apfelsaft haben Sie 4 Stücke Würfelzucker. Das heißt, in einem Liter, den ich ansetze und trinke, sind es 40 Stück. Also man muss auch wissen, was drinnen ist. Also ich glaube, da, das ist eine... Sie aus den Medien können da sehr viel, wenn man natürlich darf, Awareness schaffen. Mhm. Und das wird lange brauchen. Das wird sehr, sehr lange. No, a ste zdaj pripravljeni na 30-dnevni izziv brez sladkorja? Zdaj, glede na to, da smo vas malo zakurali, vas bomo tudi popeljali skozi ta proces. Na klepetobkavi.si najdete zavihek brezplačno. In tam je priročnik 30 dni brez sladkorja. Prenesete si ga, brezplačno seveda, in potem takoj ugotovite, kaj se bo dogajalo prvi dve uri brez sladkorja, kaj prvi dan, kaj prvi teden. Zato, da boste razumeli ta celoten proces, potem so zraven drugi nasveti in na koncu koncev tudi recepti, zato, da bo šlo lažje skozi vseh teh 30 dni. Garantiram vam, da v 30 dneh, ne da bo kaj pokazala tudi tehtnica, ampak predvsem počutje. Imeli boste več energije, bolj boste hkrati umirjeni, lažje se vam bo fokusirati in predvsem boste občutili, kot da zmorete več.
dejansko, kot da zmorete več. Cel karakter se ti začenja spreminjati, ko greš na 30 dni brez sladkorja. In dejte, poskuste, zdaj je pravi čas za to, vedno je pravi čas za to. Na klepetobkavi.es si najdete vse potrebno in navdušite še koga v svoji družini ali pa bodite tiho in samo sami sledite tem 30 dnem. Kaj se je zgodilo meni? Ja, že leto pa pol.